Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder bei Kosmotieren. Ich habe uns jetzt schon mal in die Nähe der zwei Zielgebiete von letztem Mal geflogen. Da waren ja zwei Piraten, die wir noch nicht geschafft haben. Ich habe uns jetzt noch ein bisschen Crew geholt. Drei fehlen noch. Jetzt ist aber leider, wenn uns noch der Ruf fehlt. Das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Wollen wir mal gucken, ob wir die hier irgendwo finden. Da ist einer. Warum ist der andere? Oh, drei. Drei muss aber nicht sein. Ja, oh Gott. Einer kommt zu uns. Werden wir mal gucken, ob wir den diesmal schaffen. Weil der hatte ja ein Schild. Aber jetzt sind wir ja besser besetzt vom Personal her. Und da ist der Schild hin. Jetzt noch auf den Kern schießen. Oh, die haben das Schild wieder aufgeladen. Ah. Das haben wir geschafft. Bisschen Ressourcen einsammeln. Die anderen im Blick behalten, nicht, dass sie uns zu nahe kommen. Oh, das hat uns sogar 12 Runden gegeben. Mal darauf achten hier unten, dass wir keinen zurücklassen. So, können wir jetzt weiter nach oben begeben. Da waren ja viel mehr als nur diese eine. Mal gucken. Oh Gott, was ist das denn? Eliminiere Piraten. Plattform, ja gut, das haben wir auch als Aufgabe angenommen. Gut, dass wir den Bergbaulaser haben. Der hat sich jetzt da durchgeschnitten. Ah, direkt einsammeln alles. Wir müssen aber noch ein paar sein. Da die Aufgaben noch nicht als fertig sind. So. Okay, hier ist jetzt nur ein Meteoritenfeld. Wo soll denn die Station sein? Ah, da ist die erst. Okay. Haben wir noch? Oh nein, warte. Oh, oh, oh. Gucken, ob der uns auch angreifen will oder ob das auch so eine Station ist. Okay, das ist auch so eine Station. Aber das macht ja nichts, dann schießen wir da einfach drauf. Die hat auch ein Prisma gehabt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dafür haben wir jetzt leider keine Quest gehabt. Das ist ein bisschen schade. Die hätten wir vielleicht von der anderen Raumstation bekommen, aber ein bisschen reparieren. Alles einsammeln. Wie viel bringt uns das pro Stück? 10. So. Einfach mal mitnehmen, solange wir Platz haben. Hm.
Dann werden wir uns jetzt mal. Davor ist erst noch ein anderes Signal. Okay, dann werden wir uns Stück für Stück da hocharbeiten. Diesmal sind es direkt zwei. Muss man mal gucken, ein bisschen heran. Stopp. Der hat direkt geschossen. Der ist hinüber. Der hoch. Können wir noch irgendwas einsammeln? Scheinbar haben wir noch ein bisschen Platz. Ich weiß leider auch nicht, ob nicht nichts in diese Lager hier auf der Seite. Aber da jetzt was reinpackt. Ja, einfach nicht. Seltsam. Das ist das andere Schiff. Das mal auseinandernehmen. Hier sind auch noch ein paar Ressourcen. Alles mitnehmen. Können wir alles gebrauchen. So. Müssen wir uns langsam zu der Station begeben. Einmal speichern. Okay. Also erst die ein bisschen drauf schießen lassen, habe ich erfahren. Dann, wenn die fast ganz zerstört ist, gibt die mehr Ressourcen. Oh, von unten. Will der was von uns? Nein. Okay. Weiß noch nicht, wie lange man warten soll, also. Auch mal auf den Kern schießen. Gut. Jetzt schießt da was anderes auf uns. Oh Gott, die Station ist aber. Das Mal ist aber heftig. Schießt doch auf den Prisma. Oh, geht doch. Hier ganz viele Ressourcen. Ob sie fliegt irgendwo hin? Alles abbauen. In der mal hinterherfliegen, warum die baut. Da gibt es sogar ein bisschen Ruf, bisschen Geld. Die geben jetzt nur Geld. Hier, die geben noch Ruf. Eine Piratenbasis. Die geben jetzt nur bis 140 Ruf. Das ist ein bisschen ärgerlich. Können jetzt die ganzen Sachen, die wir nicht brauchen, verkaufen und dann direkt Data sammeln hier. So, super. Was liegt denn da rum mit Stahl? Wieso will er das nicht einsammeln? Können wir mal. Warte mal, reicht jetzt der Ruf für die letzten
Das letzte Personal. Jetzt sind alle Betten belegt. Das ist doch schon mal gut. Wir sind auch wieder flüssig. Wir direkt wieder was verkaufen, das wir eingesammelt haben. Die Munition, die behalten wir mal lieber. Prozessoren behalten wir auch, das auch. Alles einsammeln. Da ist ein Pirat. Der fliegt aber an uns vorbei. Nee, ja, nein. Der fliegt an uns vorbei, okay. So, haben wir wieder ein bisschen Stahl. So. Also. Da ist eine Aufgabe. Kopfgeld. Da ist die Piratenbasis. Die wird wohl eher schwieriger sein. Müssen wir bestimmt noch ein bisschen ausbauen. Verteidigung haben wir ja erstmal. Energie auch. Oh, empfohlen 7. Wir haben 7,5 nur. Eieiei. Müssen wir ja wohl bald ein Stück größer bauen. Aber noch sollte das genügen. Dann holen wir uns erstmal das Kopfgeld. Und dann speichern wir und dann gucken wir uns die Piratenbasis mal an. Ob wir das überhaupt schon schaffen. Bergbaulaser ist echt nützlich für den Anfang. So auch für die Asteroiden, aber so ist ja echt gut. Gott, hier sind aber viele. So, erstmal den da einsammeln. Dann den da oben und dann nehmen wir uns den dritten Piraten. Mal schön die Entfernung im Auge behalten. Oh. Da ist er. Er kam freiwillig. Dann werden wir ihn auch begrüßen. So, der ist hinüber. Können wir jetzt weiter einsammeln gehen. Also hier unten ist der andere. Und irgendwie hier weiter oben müssen wir noch mal gucken. Da scheint er zu sein. Wir sind schon fertig. Da ist der dritte. Natürlich auch einsammeln. Das alles verkaufen können. Ich sehe gerade unser Lager für Stahl nur 1700. Sollten wir dann wohl auch etwas erweitern, wenn wir schon dabei sind dann. Aber noch hat das ja ein bisschen Zeit. Wir holen uns jetzt erstmal das hier. So. Jetzt gibt die zum Beispiel ja keinen Ruf mehr. Theoretisch könnten wir noch 4 anheuern. Wir haben 265. Dann kaufen wir mal
Die Munition. Den Rest werden wir jetzt erstmal behalten. Wenn wir umbauen wollen. Jetzt müssen wir uns das alles wieder einsammeln oder von der Station kaufen. Was sind denn meine ganzen Leute? So. Also. Mal gucken. Fliegen wir jetzt Richtung Piratenbasis. Dann natürlich auf dem Weg dahin ein paar Mal speichern. Also wir müssen auch um mehr Energiekerne. Am besten große. Der ist sehr teuer. 16 Uran kostet er. Uiuiui. Oh, wir haben etwas Schaden erlitten. Oh, da ist auch ein Fragezeichen. Dann gucken wir lieber erstmal da. Oh, der hat Raketen. So. Einmal einsammeln. Die sind scheinbar voll. Ja. Okay. Da geht's zur Piratenbasis. Speichern. Also brauchen wir, also müssen die Gesamtfläche ein bisschen erhöhen. Wir können das ja probieren. Ohne. Ach du Heilige. Das sind aber viele. Also die Gesamtfläche erhöhen, mehr Lager und so, ohne dass wir viel mehr Betten benötigen. Also ich glaube irgendwie, das schaffen wir nicht so wirklich. Vielleicht traut sich einer alleine zu uns, das wäre sehr gut. Wir haben ja ein Flugmuster, so wie es scheint. Ich will auch nicht zu nah ran. Wenn nicht, dass uns alle auf einmal angreifen. Kommt der schon? Nee. So. Jetzt ganz in Ruhe. Der ist schon wieder so ein Prisma. Lass mal direkt drauf schießen. Und ein Schild. Kommen wir auch näher, oder? Ja, gut. Der schießt die ganze Zeit auf die eine Seite von unserem Schild. Der ist schon wieder so schnell und wir fliegen genau zueinander an. Oh Gott. Was schießen die denn? Diese. Oh Gott, nee, das schaffen wir nicht. Wo fliegt mein Schiff hin? Was ist das denn jetzt? Ja, dann greif halt den da an. Hauptsache, er greift irgendwas an. Aber die haben alle Schilde. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ja, unser halbes Schiff wurde zerlegt. Dann werden wir wohl vorher doch ein bisschen aufrüsten müssen. Das werden wir am besten bei einer Station machen. Ja, also das ist dann schwieriger. Die sind alle gleich weit weg, ne?
Aber ich glaube, bei der gibt es mehr hier. Und einmal dahin vergrößern, mehr Schilde und bessere Antriebe. Kosten die Antriebe denn? Oh, wir haben keine Spulen. Also von den großen, wir können nur zwei Antriebe, also wir könnten klein, was bringen die? Oh, cool. Was war denn das jetzt? Gegengeflogen? So. Also. 1200 Kilonewton. Und die? 3200. Ja, also wir können die austauschen. Und gegen große tauschen. Also die beiden. Dann werden wir da so. Aber warte mal, wir haben doch auch den. Nee, den Maschinenraum haben wir noch nicht gekauft. Der würde uns ja noch 50% mehr Boost geben. Machen wir das einmal so. Jetzt liegen hier echt Spulen rum, oder was? Können die nicht einsammeln oder was? Rot markiert. Komisch. Okay. Dann gucken wir jetzt nach Bauplänen, also müssen auch aufs Geld achten. Nee, Baupläne waren hier hinten. Also. Wäre vielleicht der ganz gut, wa? Oh, der kostet auch große Spulen. Großes Schild. Und Flakbatterie. So. Maschinenraum. Jetzt fragt so viel Kontrollpunkte. Kostet das, glaube ich, noch nicht, oder? Munitionsfabrik. Und den nochmal frei. Fragt ihr, wie weit die Reichweite von dem Traktorstrahl ist? Aber dann brauchen wir wieder so viel angestellt. Aber wir werden erstmal gucken jetzt. So, der Maschinenraum. Triestall, ja, krass, haben gar keinen. Oh, der ist aber groß. Hm. Dann lassen wir den Maschinenraum wohl erstmal weg. Also das ist eine kleine. Das ist eine kleine Schubdüse. Also die werden wir austauschen. Was ist das? Standardschubdüse. Okay. Ist das schon besser? So, erstmal. Ist schon mal die
zur Seite ein bisschen schneller. Jetzt müssen wir gucken. Das ist kleiner Schildgenerator. Gott, der große ist aber teuer. Machen wir das jetzt. Eigentlich würden es ja die Kleinen auch am Anfang tun. Wenn wir das Schiff ein Stück breiter bauen. So. Korridor. Dann, wenn wir Panzerung. Verschieben. So. Der denn, ja. Ihr seid da auch. Durch die Panzerung werden wir wieder so schwer. Aber jetzt hätten wir Platz für größere Lager. Wir können doch die mal so. Kommt da ein Korridor hin? Tauschen wir die Lager. Gegen. Nee, warte mal. Da würde eins reinpassen. So. Ein Korridor. Dann da ist die Munition drin. Da passt noch eins hin. Da lassen wir einen Gang zwischen. Dann könnten wir das hier gegen größeres tauschen. Hier einen Gang zwischen machen. So, dann kommt man da überall hin.
Die entfernen wir mal. Jetzt müssen wir noch hinten breiter bauen und mehr Schubdüsen. Also wenn wir die auf da machen. Würde hier hinten ja noch ...7600, okay. Müssen wir immer im Blick behalten, wie teuer das wird. So. Kommt da ein Korridor hin? Ja, das muss, glaube ich, zum Beispiel... Auch nicht. Dann bauen wir nach hinten. Laser. Und noch. Verteidigung. Reißen vorne den... Laser ab. Oh Gott, nee. Das weiter nach vorne machen. So. Die bleiben da. Panzerung muss erstmal kurz weg. Wo hat denn das Ding die Türen? Am besten wäre so, oder? So. Wie weit da ist der Schild? Was kostet denn der große? Einfach mal gucken. Der ist auch echt, der ist ja sehr groß. Den dahin bauen. 49. Okay. Den so machen. Dann müssten die Quartiere, die beiden weg. Hier unbedingt ein großes Quartier hin. Gut, also den großen Schild müssen wir gleich wieder abbauen. Wo kann ich denn da noch eine Tür einsetzen? Hier gar nicht, ist auch cool. So. Oh nein. So. So. Die werden wieder entfernt. Die sind noch momentan zu teuer. So, so können wir es bauen. Wir brauchen dann hier oben auch sehr viel Strom. Das ist riesig. Was ist denn, wenn wir... Was ist der denn? Cool, der passt da hin. Aber ist ein bisschen sehr weit vorne. Also wenn wir die
Bergbaulaser einen nach vorne machen. Passen die hier hin. So, einen nach vorne. Müssten die jetzt hier hinpassen. Ah, krass, die sind auch so super teuer. Okay, dann kommt da jetzt halt nur ein bisschen Panzerung vorne dran. Wir haben Laser, wir haben noch ein bisschen Verteidigung. Wir müssen kleine Reaktoren bauen. Uns die denn leisten? Ja, die können wir uns leisten. Boah, sehr wenig Energie, muss ich ja sagen. So, können wir nicht einfach ein bisschen... Das geht bestimmt nicht lange, oder? Aber die Panzerung macht uns immer so schwer. Ist hier kein Gang? Oh. Nee. Nee, 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 so. Hier ist die Panzerung schon wieder. Können wir mal. So. Also hinten ist keine, aber na gut, hoffen wir mal, dass das erstmal reicht. Und wir haben echt viel zu wenig Energie. Oh nein, wegen irgendwas sind wir immer zu teuer. Nee. Nee, hä? Wir haben doch eben nur Panzerung gebaut, oder nicht? Ah, jetzt geht's. So. Nicht schön, aber... Bringen die jetzt überall Energie hin. Mehr oder weniger. Werden wir die jetzt nochmal kontrollieren hier. Ach ja, super. Wir haben die ja jetzt ein bisschen weiter rausgestellt. So. Lager sind ausgewählt. Also. Der denn? Der könnte erstmal. Ah.
hinterher genauso. Das hat er jetzt wieder gespiegelt. Ja, und die hier oben haben jetzt irgendwie die Arschkarte. Ah. So. Alles versorgen hier oben. So. Aber nicht genug Leute haben. Was der hier alles machen. So, dann hoffen wir mal, dass das dann halbwegs funktioniert. Bisschen löchrig, aber. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir die Piratenbasis beim nächsten Mal. Die gibt uns ja noch Ruf, oder? Mal gucken. Eigentlich, ja. Aktion, neueste, älteste. Okay, das sehen wir jetzt so leider nicht, wie das scheint. Kann ich aber auch nicht zwischen den hin und her scrollen. Also zerstöre Piratenbasis. Da steht, dass wir Geld kriegen, aber da das aber eine schwierige ist, müssten wir ja da auch noch Rufe bekommen. Gut, das werden wir beim nächsten Mal dann direkt testen. Wo ist er denn jetzt hin? Ah, da. Und hoffen, dass wir es ein bisschen überleben. Gerade fehlt da schon wieder Personal. Ah. Da kommen viel mehr Leute rein. So. Naja, in den Waffen sitzt wer. Im Cockpit in einem der beiden auch. Okay. So. Dann werden wir den Kampf nächstes Mal probieren. So, da hinten muss auch wer hin. Aber wir haben da nur zwei. Dann werden wir das einfach. So mach. Gut, dann werden wir das beim nächsten Mal testen, ob wir die Piratenbasis jetzt schaffen. Und hoffen wir mal unser Bestes. Es gibt dann ein bisschen Geld wieder. Hoffentlich auch noch ein bisschen Ruhm. Müssen wir hinten irgendwann ja noch Schilde und vorne diese großen, weil die sind ja sehr teuer. Hier müssten wir dann noch ein paar Asteroidenfelder oder sowas abgrasen und hoffen, dass wir hier noch ein paar andere Schiffe finden, weil hier oben in der Ecke waren wir ja noch gar nicht. Das kommt ja alles mit der Zeit. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.